Etwas stark sich noch, aber ein Hauch Zukunft. Exoskelette lassen Querschnittgelähmte stehen und gehen. Hier zu sehen beim Wettkampf Cybathlon auf der Rehakehr in Düsseldorf. Bessere Batterien und digitale Steuerung machen diese Technik immer alltagstauglicher. In Zukunft, so die Hoffnung, geht dies ohne Ruckeln und bestenfalls unbemerkt. Zum Cybathlon zeigen wir wirklich die neuesten Produkte. Das sind Universitäten und Firmen von der ganzen Welt, die zum Teil auch Prototypen zeigen. Die Teams trainieren zusammen mit ihren Piloten, also den Menschen mit Behinderungen, über Monate mit einem ganz neuen Gerät, das sie dann auf dem Wettkampf einsetzen und zeigen, was das Gerät dann zusammen mit dem Piloten machen kann. Das sind wirklich die neuesten Produkte, die wir da vorführen. Passgenau gedruckte Prothesen mit feinsensibler Sensortechnik und bestenfalls sogar gedankengesteuert. Der Hilfsmittelmarkt ist im schnellen Digitalisierungswandel. Da kommen Gesetzgebung, Krankenkassen und Versorger nicht erst jetzt an Grenzen. Und der Wandel wird immer schneller. Und wir werden sehen, dass über die Digitalisierung die Produkte in ganz schnellen Zyklen dann überarbeitet werden und immer besser werden. 2.0, 3.0, 4.0 werden in schneller Zeit aufeinander folgen. Und da weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht, wie die Verfahren so beschleunigt werden können, dass auf der einen Seite sorgfältig geprüft wird und auf der anderen Seite nicht einfach die Entwicklung dann solche Dinge wie das Hilfsmittelverzeichnis überrollt. 4 Tage lang ist die Messe Rehakehr Plattform für Information, Austausch und Politik im Bereich Inklusion, Pflege und Hilfsmittelversorgung. Und es wird nicht nur um Hightech gehen. Auch ganz altbewährte Mittel wird es geben, mechanisch oder ganz lebendig.